Spinnen, Spinnen, Spinnen. Was soll das? Ich habe im Stehen ein Sitzen. Habe ich schon mal jemand erzählt, dass ich Höhenangst habe? So, servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Spielwiese Deluxe. Am Mikrofon natürlich wie immer euer PTV und mit DuckTales 1. So, wir sind jetzt hier im Himalaya eingeschlossen und frieren uns gerade den Arsch ab. Ich will jetzt erstmal sagen, ich mache jetzt zwei Dinge. Erstens, ich taue jetzt den Bildschirm auf. So, und bevor es losgeht, einmal Druck ablassen. So, Arsch zentriert und... Ah, das befreit und wärmt schön. So, jetzt kann ich wieder voller Energie loslegen. Den Eishockey-Spiel haben wir jetzt auch. Ah, da kann man sogar schlittern. Geil. Und da oben? Ich hoffe, ich komme da ran. So, jetzt. Oh, das war ein Bienenstich. Lecker. Ein tiefer Abgrund. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Da. Was hast du jetzt davon? Spinnen, Spinnen. Das unten. Oh, da geht's ziemlich tief runter. Ah. Sorry. Ich glaube, da gehe ich lieber nicht runter. Gehen wir noch mal ein Stück runter. So. Hier. Quack. Was soll das? Ich habe im Stehen ein Sitzen. Dass ich gerade hierher kommen müsse. You want a lift back to Duckburg, Mr. McDuck? Yes? No. Immer noch no. Aber... Der Geruch. Woher kommt er denn? Tja. Was soll ich sagen? Ich hätte nicht so viel Hefeweiz mit Chili con Carne essen sollen. Mann. Boah. Ich kann mir vorstellen, dass dann hier noch ein Abgrund ist. Boah. Tief durchatmen. Also einen rauslassen muss ich erstmal nicht. Jawohl. Jetzt nochmal. Und zack. Jawohl. Puh. Bam. Na dann. Wieso ist hier jetzt dieser Wasserstrahl zugefroren? Hätte ich mich locker schön duschen können. So. Aber da erst? Nee. Erstmal dadurch. Upp. Vielleicht gibt's hier was zu entdecken. Oh, nochmal ein Bienenstich. Oh, schwitz. Das war jetzt gerade schon ein bisschen knapp. Oh. Ach nee. Zu tief der Schnee. Oh. Ich krieg Angst. Habe ich schon mal jemand erzählt, dass ich Höhenangst habe? Boah. So. Ah. Boah, ist das kalt. Oh! Ein extra Leben. Boah, den kann ich jetzt sehr gut brauchen. Ja, gut, dass man da nicht schlittern kann. Das war knapp, du. Oh. Mir geht langsam die Zeit flöten.
wir schnell hoch. Oh, da ist Trick. Boah. Soll ich dich jetzt wohl auch noch versohlen hier? Oh, und ein Cupcake. Warte, wenn du heimkommst. Baba's trapped in the ice. Please help him. Ach, Baba. Ich hab doch gesagt, ich sollte ihn wieder zurück in die Steinzeit bringen. Da ist er doch. Nur. Und ein Panzerknacker. Und. Vielleicht durchstochern. Boah. So. You saved me. Good. I show you secret treasure. Deine Aussprache kannst du ein bisschen arbeiten. Oh! Jetzt habe ich einen Lebenspunkt dazu bekommen. Schon mal nicht schlecht. So. Aber jetzt schnell. Schnell den Endgegner suchen. Ich habe aber echt keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich glaube, der müsste hier sein. Ein Skihase. Boah. Den müssen wir erstmal aufspießen. Hasenragout. Hey. Oh! Oh, Schwitz. So. Oh, bist du blöd. Vergiss es. Nein! Ist da irgendwas? Ja, Bienenstich, lecker. So. Irgendwann wird mein Trockenkuchen essen zur Lebensgefahr. Ah, da geht's ja. Oh, da ist schon der Endgegner. Ein Yeti! Oha. Ey, was soll das? Hast du eine Meise? Lass doch den ganzen Schnee in Ruhe. Boah, geil. Was haben wir hier Schönes? Keine Ahnung, was ist. Eine Krone. Ah ja, eine Krone. Ah, die mal eben 1 Million Dollar bringt. So, Endabrechnung. Wow. So, weit über 6 Millionen Dollar. Wenn ich Glück habe, habe ich die 8 Millionen noch durch. So. Himalayas clear. Jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer, aber die Luft wird jetzt noch dünner. In unserer letzten Welt, der Mond. Ja, und wie wir hier oben sehen kann, im Mond gibt es Käse. Ja, man kann ja so sagen, der Mond besteht aus Käse. Und der Mars besteht aus Tomatensoße. Aber die Musik ist echt geil. Gefällt mir. Das klingt wie so ein Synthie-Pop-Hit aus den 80ern. Ah, die 80er. War das eine tolle Zeit. Bin ja auch noch in den 80er geboren. Ach, Gott sei Dank. Ich glaube, das war gerade irgendwie so ein Abgrund. Also ein bisschen spiele ich da noch an, aber... Dann machen wir irgendwann einen Cut. Was ist das denn für Teil? Das sieht ja aus wie so ein minimaler Funkturm. Ja, ich gehe lieber mit dem Pogo-Sticker da drüber, habt ihr ja gesehen. Ich habe Angst, dass mir der meinen Arsch aufspießt. Apropos Arsch. Arsch zentrieren und... So, besser. Mann, das ist die Buttermilch. Boah. Warte, darf ich jetzt auf keinen Fall springen, weil sonst spießt es meinen Kopf auf. Herzlich willkommen bei Hannibal Lecter. So, die machen wir noch auf. So. Und ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt schon eigentlich ziemlich am Ende. Naja, was...
ja, was heißt am Ende? Wir sind schon ziemlich gut am Ende, also zum Endspurt. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Und dann ab morgen geht's dann zum Endspurt. Also, haut rein, bleibt gesund, macht's gut und bis morgen.